Hey Leute, Patrick hier von paintball.de. Heute zeige ich euch was, was ihr normalerweise nicht zu sehen bekommt. Ich nehme euch mit in unsere Werkstatt und dort zeige ich euch, wie ich Markierer für euch repariere, sie wieder fit mache und erkläre euch dabei auch gleichzeitig, wie ihr kleine Probleme selber einfach und schnell beheben könnt. Also kommt mit! So, hier haben wir eine Ether. Kunde bemängelt, dass der Markierer an zwei Stellen undicht ist. Zum einen soll der Bolzen vorne hängen bleiben und der Markierer verliert Luft. Und das andere Problem soll wohl hier irgendwo sein, dass er hier irgendwo Luft verliert in dem Bereich. Schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir das Problem eigentlich auf Anhieb sehen oder ob es was anderes ist. Und dann gucken wir, ob wir das Problem behoben bekommen. So, mal Luft drauf. So, wir hören, es hier schon mal alles dicht. Was manchmal passiert ist, dass hier die Fittings halt undicht werden. Da ist ein kleiner O-Ring drin. Kann man schnell tauschen, ist das Problem erledigt. So, hier sieht man auch schon einen etwas größeren Spalt. Das heißt, die Cap hier ist ein bisschen losgedreht, die drehen wir gleich mit fest. So, dann gucken wir mal, was der Kunde meint mit Schießen. Schalten wir den Markierer mal ein. Bootet, gucken kurz nach, ob die Augen in Ordnung sind. Augen funktionieren, sieht man halt an dem wechselnden Licht. Die dann sind auch noch okay. Ein bisschen weich, aber gehen noch. Machen wir die Augen aus und dann schießen wir mal. Gut, das klingt nicht so, wie es klingen sollte. Man hat auch gesehen, der Bolzen bleibt vorne hängen und geht nicht wieder zurück in seine Ausgangsposition. Da wird dann wahrscheinlich ein O-Ring im Bolzensystem kaputt sein oder abgenutzt sein. Es kann aber auch sein, dass der Markierer halt vom Rack zu viel Luft bekommt. Das passiert, wenn das Regulator-Seal durch ist. Das schaue ich mir gleich auch an, aber erstmal gucken wir uns den Bolzen an. Dafür schrauben wir mal einmal die Backcap raus. So. Aha. Gut, was haben wir hier? Dreck. Ist nicht schlimm. Ist doch ein bisschen dreckiger als gedacht. Schauen wir uns mal den ganzen Spaß hier an. Also man sieht halt schon, also entweder wurde der Markierer nicht gepflegt oder halt wirklich bis zur Unendlichkeit geschossen. So sieht er nämlich auch dementsprechend aus. Machen wir den mal eben ein bisschen sauber. Dann greifen wir das dreckige Tuch. Das ist nicht das saubere Tuch dreckig machen. So. Okay. Bolzen auch direkt. Dabei gucken wir direkt mal nach, ob der Bolt-Tip, das ist der hier, ob der noch gut ist. Der ist gut. Das kann passieren, wenn man so macht, dass der leicht abspringt. Dann ist diese Gummimischung zu weich geworden. Das passiert bei älteren Systemen öfters. So, können wir nochmal eben checken, ob wir hier drin die Spitze vom Poppet haben. Das passiert manchmal, wenn man das Poppet tauscht, weil es gebrochen ist, dass hier die Spitze drin bleibt. Die ist aber nicht da drin. Legen wir mal beiseite. Dann bitten wir uns den Bolzen. Gucken einmal nach, ob der Bumper hier in Ordnung ist. Das ist das gleiche wie hier. Irgendwann gibt die Gummimischung den Geist auf, aber der ist neu. Das Profil ist gut zu fühlen, das ist gut zu sehen. So muss ein neuer Bumper aussehen. Wieso, dass er ein bisschen schmutzig ist, aber das ist egal. So, dann gucken wir mal weiter rein, was wir hier drin haben. Ja, da haben wir den Firewall Poppet. Wir sehen schon hier den Springless Poppet, also die neuere Version. Früher war hier eine Feder verbaut, die hat auch dieses Problem erzeugt. Hier sehen wir, es ist springless, also ohne Feder. Schrauben wir den mal auseinander. Ja, ich glaube, dass das hier ziemlich viel Schmutz überall ist. Sieht hier soweit alles in Ordnung aus.
Also gegen Schmutz ist ja nichts zu sagen. Das Ding ist ein Gebrauchsgegenstand, der wird halt gespielt und dann wird der halt schmutzig. So. Gucken wir mal, was wir hier alles haben. Sieht soweit alles gut aus. Ich muss gleich mal in den Auftrag reingucken, was der Kunde noch wünscht. Oder war noch irgendwas, was er haben wollte? Mal kurz checken. So, der Kunde wünscht noch ein Service-Check. Okay. Da müssen wir gar nicht auf die Suche gehen nach den kaputten Ohrringen, sondern wir tauschen halt einfach alle Ohrringe einmal durch. Und die Sache ist damit dann erledigt. So. So. Gut. Fangen wir erstmal an, die ganzen Ohrringe raus, darunter zu holen. Es sind ja nicht so viele bei dem Markierer. Machen dabei gleichzeitig noch alles sauber. Schmutz haben wir ja gesehen, war ja etwas vorhanden. Von daher könnte es auch sein, dass in den jeweiligen Flächen, wo die Ohrringe drin sitzen, halt auch Schmutz ist, der was raus muss. So. Dann tauschen wir mal eben die Ohrringe durch. Mal gucken. Nee, Quatsch. Ja. Wollte es nicht mehr. Die Ohrringe sind nicht da. Die neue holen. Eine Ewigkeit später. So. Jeta ist eigentlich ein ziemlich robuster Markierer, der eigentlich nie irgendwelche Probleme macht. Was halt mal passieren kann, ist, wenn man den Bumper so ein bisschen vernachlässigt, also hier dieses Teil, dann passiert es halt öfters, wenn der abgenutzt ist, dass der Bolt zu tief hier auf den Firing Poplet schlägt und dadurch auch vorne die kleine Spitze abbricht. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, deswegen immer gucken, dass der gut ist und nicht abgenutzt, und dann hat man das Problem auch nicht mehr. So, den brauchen wir in der Regel nie tauschen. Dann hier die großen. So. Haben wir das auch. Damit. Dann machen wir mal eben hier die ganzen Stellen sauber. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Drin mal ein bisschen sauber machen. Setze ich gerne mal ein bisschen Schmutz rein. Sieht man auch gut. Gut, dann haben wir den soweit sauber gemacht und die ganzen Ohrringe rausgeholt. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist der hier. Der sieht ein bisschen mitgenommen aus. Es kann auch sein, dass es einfach nur so ein kleines Montagsmodell ist. Ich weiß nicht, ob man das an der Kamera gut sehen kann, dass hier so eine kleine Kante ist. Die gehört da eigentlich nicht hin, aber
Er sieht jetzt nicht verbogen aus oder zerdrückt. Ich gehe mal aus, dass es einfach nur so eine kleine Fabrikationsnase ist oder eine Herstellung. Irgendwas mit der Herstellung nicht in Ordnung war. So. Dann setzen wir mal die Kollegen wieder zusammen. Hier vorne kommt ein Vierer drauf. Kleinen Fies noch ein bisschen gucken. Dann haben wir hier einen Neuner, einen Elfer, einen Zehner. Also einmal alles durch. Neun. 11 und 10. Da müsst ihr gucken, wo ihr auch auf jeden Fall hier aus drauf macht oder von hier aus drauf macht. Ich mache den gerne nicht hier drauf, weil wir hier schon so einen kleinen Kon haben. Und da muss man hier über so eine scharfe Kante rüber drücken. Und dann flutscht der halt schon dahin, wo der hin soll. So, hier haben wir 2x14 und einmal 12. Also nicht 2x14, sondern 2x die 14. Dann haben wir auch ein 14x2. Und drauf. Und hier innen drin sitzt halt ein 12. Der ist ein bisschen tricky reinzukriegen. Ich nehme meistens einen Imbus dafür. Drück dann eine Seite in die Nut rein, halt diese Stelle fest und drück den Rest einfach hinterher. Und dann flutscht er eigentlich schon fast von alleine rein. Ist drin. So, wir tauschen den hier auch mal aus, wenn ich den hier habe. Das ist ein Dreier. Den braucht man nicht so häufig. Den braucht man so selten, dass ich keine mehr habe, die ich neu bestellen muss. Merke ich mir, schreibe ich einen Auftrag rein und dann bekommt der Kunde den nachträglich. Das ist erstmal enger bestellen, das Teil. 3x1 habe ich in Massen, nur 3er nicht. Gut. In der Regel tauschen wir auch das ganze Teil eigentlich aus, das ist einfacher. Gut, dann fetten wir den ganzen Spaß mal eben ein. Und bauen das wieder zusammen und schauen uns danach das Rack an, wie das aussieht. Fett wie immer bei Planet, man braucht nicht zu viel. Es reicht aus, wenn um den O-Ring herum so eine weiße Fuge ist oder ein weißer Ring ist. Das reicht eigentlich komplett aus. Es gibt Leute, die meinen, das ganze Ding in Fett tauchen zu müssen. Davon bin ich persönlich kein Freund. Mir reicht das hier komplett aus. Am Metall muss kein Fett ran. Also hier an den jeweiligen Stangen. Was aber halt wichtig ist, dass man halt durch die Innenseiten fettet. Sprich, das Teil geht ja so da hinein. Und wenn man die O-Ringe fettet und schiebt das trocken da rein, dann haben die natürlich weniger Fett drauf. Genauso ist es mit der Innenseite hier, wo ich den 12er O-Ring eingebaut habe. Die muss gefettet werden. Und halt die restlichen Flächen auch. Das sind alles dynamische Flächen, wo halt Sachen dran vorbeirutschen. Und da sollte halt Fett hin. So, das. Oh, ja, vergessen die O-Ringe einzubauen. Haben wir dann 20er. Das Ganze dreimal.
Hier muss man ein bisschen gucken, dass man die richtigen Stellen erwischt, weil diese Stelle hier sieht halt auch aus wie eine Nut für einen O-Ring, aber hier sind halt Löcher drin. Das sind Entlüftungslöcher, damit der Bolzen sich halt vor und zurück bewegen kann, sondern der O-Ring kommt halt eine Position dahinter. Ich habe schon Kunden gehabt, die haben hier einen O-Ring drauf getan und hier das ganze Spielchen geht natürlich nicht. Gut. Ineinander. Rein damit. Zuschrauben. Handfest reicht aus. Wenn fest, dann fest. Die hinteren O-Ringe kriegen auch noch ein bisschen Fett ab. Die müssen aber nicht so viel Fett haben, weil es halt statische O-Ringe sind, die bewegen sich nicht. Die dichten das System einfach nur nach hinten ab. So, schauen wir mal hier rein. Da sehen wir auch noch ein bisschen Schmutz. Der sollte natürlich nicht da rein. Dann machen wir das Ding mal eben von innen sauber. Und bei der Ether ist es ein ganz einfaches Prinzip. Schwarz wird gefettet, Silber wird nicht gefettet. Das heißt, hier an das Teil und an das Teil muss kein Fett dran. Nur das, was schwarz ist, das wird halt gefettet. So, jetzt setzen wir den ganzen wieder zusammen. Bumper drauf, Bolt drauf und Feder drauf. Das legen wir jetzt mal beiseite und schauen uns jetzt den Regulator an. Schlauch raus und Regulator ab. Und gucken mal, was wir hier vorfinden. So, wir haben hier eine Deutschlandfeder, ach, keine Deutschlandfeder, eine Exportfeder und den Pisten sieht man auch schon so ein bisschen Schmodder dran. So braun-rötlicher Dreck heißt eigentlich eher Rost. Meistens von der Feder, aber die sieht aus, als wäre sie komplett neu. Habe ich zum Vergleich eine Deutschlandfeder hier? Nee, habe ich nicht. Noch keine mehr auf Lager. Doch, hier. Man sieht eigentlich einen ziemlich krassen Unterschied. Exportfeder fürs Spiel im Ausland gedacht. Deutschlandfeder fürs Spiel in Deutschland gedacht. Die Deutschlandfeder ist zwar größer, aber sie ist von den Windungen her dünner gebaut und deswegen auch weicher. Also man kann die hier mit ein bisschen Kraft ohne Probleme zusammendrücken. Und bei der hier ist das halt eher fast unmöglich. Deswegen, das wird in Deutschland gespielt, das wird im Ausland gespielt. Der Kunde sitzt im Ausland, von daher ist mir die Deutschlandfeder da egal. Wir schicken die wieder zurück ins Ausland. Und deswegen bleibt die auch drin. So. Machen wir mal wieder alles sauber. O-Ringe runter, neue O-Ringe drauf. Jetzt mache ich alles sauber machen. So. Dann machen wir mal die Adjuster Screw raus. Hier. Gucken wir mal hier, warum wir hier so einen großen Spalt haben. Dafür drehen wir gleich die Backcap ab. Dafür muss ich wahrscheinlich einen größeren Inbus nehmen, den ich hier habe. So. Das. Zweite Vermutung war ja auch, dass das Rack-Ziel nicht in Ordnung ist. Das ist dieses Teil hier. Aber wir sehen, es bewegt sich wunderbar. Es hat eine flache Oberseite. Das heißt, hier sind keine Schlieren drauf, keine Marks oder sonst irgendwas. Und der Pisten dichtet ja hier oben mit ab. Das Ding sieht aus wie neu. Sonst haben wir hier nicht so viel. Nur noch zwei 11er O-Ringe. Zweimal den hier. Einmal den hier. Und ein 8er O-Ring hier drin. Der ist immer fies zu wechseln. Aber das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir es sauber machen. So. Zwei Elfer.
11. Und der 8er, den mache ich wieder mit den Imbus. Dann kommt Spring und das kleine Poppel wieder rein. Exil. Schrauben wir das wieder zusammen. Das Teil kann ruhig ein bisschen fester zusammengeschraubt werden. So, dann machen wir hier noch einen neuen O-Ring drauf. 16er ist es. Ich gucke nicht so oft, was ein 16er benutzt wird. Meistens ein 14x2. Hier ist es ein 16er. Deswegen musste ich gerade selber nachsehen, weil das vertausche ich immer. So, Kammer von innen einmal sauber machen. Da ist auch ziemlich viel ekliges Zeug drin. Meistens ist es halt einfach nur altes Fett und ein bisschen Metallabrieb. Das ist aber nicht weiter schlimm. Gucken wir mal, ob hier alles in Ordnung ist mit den O-Ringen. Ja, und hier sitzt halt meistens immer so ein bisschen Schmutz, der halt durchs Spielen kommt. Das ist ganz normal. Da macht man halt nie wirklich sauber. Deswegen mache es ich jetzt mal und dann haben wir das Problem gleich nicht mehr. So. Die Innenseite noch kurz. Gut. Und dann können wir schon das Ganze wieder zusammensetzen. Aber wie eben auch. Innenseiten einfetten. Und das hier rein. Hier drücken und dann kann man es ganz einfach mit der Schraube in die Position bringen. Und dann stellen wir jetzt auf die Grundeinstellung ein. Die ist halt relativ simpel. Wenn man im Ausland spielt, also das Ausland-Setup, ist es komplett raus und dann 4 Umdrehungen wieder rein. Also 1, 2, 3, 4 Umdrehungen rein. Das ist die Grundeinstellung. Und dann natürlich halt das einstellen, was man halt auf dem Feld braucht zum Spielen. Oder halt, was das Feld erlaubt, dass man spielen darf. So. Bauen wir hier alles zusammen. Hier würde ich mal ein bisschen mehr Fett drauf geben, dass das hier schon eine gute Schicht drauf ist, weil hier wird halt am meisten gearbeitet beim ganzen Markierer. Hier kommt der ganze Druck ran und deswegen da ruhig ein bisschen mehr. Wenn es zu viel sein sollte, drückt er das schon dahin, wo es nicht gebraucht wird. Ja, Innenseite auch. Ja, das mache ich zum Beispiel mit der Druck das Fett hin, wo er es nicht braucht. Meistens landet es hier oben irgendwo. Wenn es zu viel ist, setzt sich es halt hier an. Hier dran. Das ist nicht so schön. So. Dann schrauben wir den direkt mal wieder drauf. Schlauch drauf. Bolzen rein. Und wenn ihr an dieser Stelle seid, macht nochmal eins und kontrolliert, ob die Einstellschraube, also die Regulator Screw, wirklich 4 Umdrehungen reingeschraubt ist. Habt ihr die komplett draußen, kriegt der Markierer halt den kompletten Druck ab, sprich das Solenoid hier, was hier verbaut ist, kriegt zu viel Luft und kann kaputt gehen, also kann in sich brechen, bricht sich eine kleine Stelle innen drin weg und dann ist das Solenoid im Eimer. Das ist ärgerlich, kostet 70 Euro bei uns. Wir haben auch nicht mehr so viele auf Lager, das ist das Problem. Geht das halt schon etwas älterer Markierer. Der ist jetzt von 2015 und daher passt da ein bisschen auf. So. Wie wir hören wir nichts, alles dicht. Gucken wir mal nach, ob er schießt. Geht an, blinkt, einwandfrei.
Schießt auch wieder einwandfrei. Also war, wie gesagt, einfach nur ein O-Ring kaputt. Und wenn der Kunde halt einen Service haben will, tauschen wir einfach die ganzen O-Ringe durch. So müssen wir nicht auf die Suche nach dem kaputten O-Ring gehen, was uns halt die Arbeit etwas erleichtert. So, zum Service gehört aber auch, dass der Markierer neu Detents bekommt. Dafür holen wir mal hier die Dinger ab, die Eye-Cover, holen den alten Detent raus, machen direkt mal ein bisschen sauber. Das geht echt gut mit der Zahnbürste. Also am besten alte nehmen, nicht eure, die ihr gerade nutzt. Und dann packen wir da einen neuen Detent rein. Hier auch mal eben ein bisschen drüber wischen. Schmutz wegholen. Kappe drauf. Schraube rein. Auch nicht festknallen wie blöd. Die sind nämlich auch schon relativ fest. Sondern wirklich locker einsetzen. Dann habt ihr auch kein Problem damit, dass die Schraube irgendwann durchdreht. So, nächster Detent. So, und das war's auch schon. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.